Kevin Cooper wurde am 8. Januar 1958 im US-Bundesstaat Pennsylvania als Richard Goodman geboren. Er wurde 2 Monate später von seiner Mutter in einem Waisenhaus abgegeben und 4 weitere Monate später von der Familie Cooper adoptiert. Die Familie misshandelte ihn jedoch und er lief mehrfach von zu Hause weg. Als Jugendlicher musste er mehrere Male Jugendhaft absitzen. Er wurde auch mehrfach wegen Einbruchs und Diebstahl verurteilt. In einem Fall entführte er eine Jugendliche, die ihn bei einem Einbruch überraschte. Er vergewaltigte sie und drohte, sie umzubringen. Er wurde schließlich 1982 in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Ende 1982 floh er aus der Klinik und reiste nach Kalifornien. Er nannte sich nun David Troutman und wurde wegen Einbruchs am 29. April 1983 zu 4 Jahren Haft verurteilt. Nach etwas mehr als einem Monat, dem 2. Juni 1983, floh er durch ein Loch im Gefängniszaun. Am 5. Juni 1983 wurden in einem etwas abgelegenen Haus Douglas und Peggy Ryan, die 10-jährige Jessica Ryan und der 11-jährige Christopher Hughes brutal mit einem Beil, einem Messer und einem Eispickel ermordet. Mit durchgeschnittener Kehle wurde der 8-jährige Josh Ryan aufgefunden, doch er hatte überlebt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da eine Geldbörse offen dalag, konnte man einen Raub ausschließen. Der Familienwagen war gestohlen worden und tauchte, Tage später, 80 Kilometer entfernt wieder auf. Als Schuldigen sah man sehr schnell Kevin Cooper. Er hatte sich nach seiner Flucht in einem leerstehenden Haus nahe des Tatortes aufgehalten und von dort aus auch mehrfach Freundinnen angerufen und um Geld gebeten. Als die Leichen gefunden wurden, war er selbst bereits in Mexiko. Dort freundete er sich mit einem Ehepaar an und fuhr mit ihnen auch auf deren Boot mit. Er soll einmal das Boot, als es angelegt hatte, verlassen haben, um auf einem benachbarten Boot eine Frau zu vergewaltigen. Diese Frau ging zur Polizei und sah dort die Fahndungsplakate mit Coopers Foto. Bald darauf wurde er von der Küstenwache festgenommen. In der Gerichtsverhandlung wurden zahlreiche Indizien vorgelegt, die nahelegten, dass Cooper für das Massaker im Haus der Familie Ryan verantwortlich war. Er gestand zwar die Flucht aus dem Gefängnis, behauptete aber, während er sich in dem Haus versteckt habe, hätten sich dort auch in der Nacht vor den Morden Mexikaner aufgehalten. Gesehen habe er allerdings nur einen von ihnen, und zwar von hinten. Er sagte aus, er sei am nächsten Morgen nach Süden getrampt und habe auf dem Weg eine Handtasche gestohlen. Für die Jury reichten jedoch die Indizien, die sich aus Blut- und Haarspuren zusammensetzten, die jedoch nie eindeutig einer Person zuzuordnen waren, und verurteilten Kevin Cooper zum Tode wegen vierfachen Mordes. Cooper blieb dabei, die Morde nicht begangen zu haben. Viele glauben an mögliche nachträgliche Manipulationen, da Cooper nachträglich DNA-Tests forderte, die letztendlich seine Schuld nur noch mehr untermauerten. Es wurden Spuren von Konservierungsmitteln auf den angeblichen Spuren entdeckt, was eine nachträgliche Platzierung sehr nahelegt. Cooper wandte sich der Religion zu und begann für seine Mitgefangenen eine Art Mentor zu werden. Er bekam auch viel Unterstützung von unabhängigen Richtern und Wissenschaftlern, welche an seine Unschuld glaubten. 1991 wurde das Urteil erneut bestätigt. Cooper richtete ein Gnadengesuch an den kalifornischen Gouverneur Arnold Schwarzenegger, der diese jedoch zunächst ablehnte. Ein weiteres Gnadengesuch erreichte Schwarzenegger kurz vor seiner Amtsniederlegung im Jahr 2011 und er gab für seinen Nachfolger die Empfehlung ab, diesen Fall durch DNA-Proben und andere wissenschaftliche Methoden doch nochmal neu prüfen zu lassen. Die Mengen an Unterstützern wuchs an, so sahen viele Juristen den Fall als fragwürdig und eine Manipulation der Beweise wurde immer naheliegender. Am 28. Mai 2021 verordnete der Gouverneur Gavin Newsom eine neue unabhängige Untersuchung des Falles. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Skriptes am 4. Oktober 2021 ist das Ergebnis dieser Untersuchungen noch nicht bekannt.